So wohnt man also als Nibelungenschauspieler. Naja, einer zumindest, Simon Kirsch. Wollen Sie runterkommen? Ja, der König. Hier im Wormser Schloss Herrnsheim wurde eine Wohnung für ihn angemietet. Freundlich und entspannt trifft er uns. Auf der Festspielbühne erlebt man das Gegenteil. Er spielt Gunnar, einen blutspuckenden König, gefühlt nicht ganz zurechnungsfähig. Von Wahnsinn oder Königlichkeit erlebt man bei Simon Kirsch privat nichts. Nur sein Wohnumfeld ist äußerst royal. Als ich hierher gekommen bin, habe ich mir gedacht, oh, das passt gut zu meiner Figur. Ich weiß nicht, was die Nibelungenfestspiele sich dabei gedacht haben, aber es ist natürlich ein wahnsinnig schöner Ort hier und ich genieße das total, hier zu sein. Deswegen verzichtet er auch auf stressige Stadtbummel. Er ruht sich lieber aus in einem Café im Park. Dort genießt er erstmal einen heißen Espresso. Warum auch nicht, bei 36 Grad im Schatten. Ich trinke tatsächlich sehr viel Kaffee vor Vorstellungen oder Cola. Cola, Kaffee, Bananen. Und bei dem Wetter vor allem in den Pausen Elektrolyte. Tagsüber aber am liebsten Espresso und Kaffee. Und die führen ihn sogar in die City. Es gibt einen Ort in Worms, wo ich sehr gerne Espresso auch trinke. Das heißt Bottega dei Sapori, glaube ich. So ein ganz kleiner Laden, nicht weit weg vom Dom, der von einer italienischen Familie betrieben wird. Da sitze ich oft so vor den, bevor mein Alltag sozusagen losgeht. Weiß die italienische Familie, dass da ein echter König vor ihnen sitzt? Nein. So, jetzt heißt es aber los. Simon Kirsch muss zum Dom. Die Maske steht gleich an. Ungewöhnlich für einen König. Er radelt. Ich habe auch auf eine Kutsche gehofft, aber die Nibelungenfestspiele haben mir ein Fahrrad gegeben. Das ist auch sehr gut. Als sozusagen... Ich mag die Fahrradfahrt zur Vorstellung sehr, weil man sozusagen ein bisschen sich einstellen kann während der Fahrt. 15 Minuten dauert seine kleine Radtour durch die Hitze vom Schloss zum Wormser Dom. So, Sie haben es geschafft. Jetzt wird geschwitzt auf der Bühne. Genau, jetzt wird geschwitzt auf der Bühne. Jetzt geht der Vorlauf los. Jetzt wird erst eingesprochen, eingetanzt, eingesungen, eingeschminkt, eingekleidet und dann wird geschwitzt auf der Bühne. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Bis gleich. Tja, bis gleich. So war's gedacht. Treffen können wir ihn nicht mehr, weil die Vorstellung ja abgebrochen wurde. Das Ensemble muss bis auf Weiteres im trockenen Dom bleiben. Vor Unwettern ist eben auch ein König nicht gefeit.